Willkommen zurück, ich heiße Nina und auch in dem folgenden Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Häufigkeiten berechnen. In meinem ersten Video haben wir schon zwei der drei Häufigkeiten kennengelernt. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der letzten fehlenden, nämlich mit der prozentuellen Häufigkeit. Dazu habe ich wieder eine kleine Geschichte für dich. Letztens hat eine gute Freundin, die Gummibärchen auch sehr, sehr gerne mag. Das Gute ist, sie mag die gelben Bärchen viel lieber als alle anderen. Hat mir geschrieben und hat mir folgende Nachricht geschrieben. Und zwar, stell dir vor, in dem Gummibärchensackerl, das ich gerade nach meinen gelben Lieblingsbärchen untersuche, sind 40% grüne Bärchen drin. Na, was sagst du dazu, Nina? Für alle, die mein erstes Video schon gesehen haben, die wissen, am allerliebsten habe ich die grünen Gummibärchen. Und deshalb hat sie mir das auch geschrieben. Und dann habe ich überlegt, gesagt, gut, habe einen Prozentkreis gemacht. 100% sind alle meine Gummibärchen und 40% davon sind grüne Bärchen. Also müssen alle anderen Farben 60% haben. Angenommen, meine Freundin hat genauso viele Bärchen in der Packung wie ich, nämlich 86. Entsprechen ja 100% 86 Bärchen. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie viele 40% sind, muss ich im ersten Schritt dividieren durch 10. Dann erhalten wir 10%, was nichts anderes ist als 8,6 Bärchen. Ich meine, 8,6 Bärchen gibt es eigentlich gar nicht, aber wir rechnen jetzt mal mit denen noch weiter. Um auf die 40% zu kommen, muss ich im nächsten Schritt mal 4 rechnen und dann habe ich auch schon mein 40%, die ich haben möchte. Natürlich muss ich auch alle Schritte mal auf der anderen Seite machen. Und bei 8,6 erhalte ich 34,4 Bärchen. Also kann man sagen, 40% entsprechen in etwa 34 grünen Bärchen. Also so kann man sich ganz einfach ausrechnen, wie viel 40% Bärchen sind. Die prozentuelle Häufigkeit brauchst du beispielsweise, wenn du einen Prozentstreifen oder ein Kreisdiagramm oder einen Prozentkreis machen oder zeichnen möchtest. Sie lässt sich ganz einfach und schnell mit Hilfe der relativen Häufigkeit berechnen. Und ich zeige dir jetzt mal, wie sich diese prozentuelle Häufigkeit berechnen lässt. Und zwar, die prozentuelle Häufigkeit bezeichnet die relative Häufigkeit in Prozent ausgedrückt. Was nichts anderes ist als, die prozentuelle Häufigkeit ist die absolute Häufigkeit durch die Grundgesamtheit, also die relative Häufigkeit, mal 100. Warum genau mal 100? Weißt du das vielleicht? Wir geben Prozente ja immer in Hundertstel an. Also 1% ist nichts anderes als 1/100. Und 100%? So wie wir gesehen haben bei unserem Prozentkreis, entsprechen einem Ganzen, wie wir das hier sehen können. Schauen wir uns das Ganze jetzt noch genauer an und berechnen die prozentuelle Häufigkeit der grünen Bärchen. Und zwar, die prozentuelle Häufigkeit der grünen Bärchen ist nichts anderes als die relative Häufigkeit durch die Gesamtanzahl. Das war ja nichts anderes als meine 0,19. Und wenn ich die 0,19, dann also die relative Häufigkeit, mal 100 rechne, erhalte ich die prozentuelle Häufigkeit von 19%. Wenn dir der Prozentbegriff und das Rechnen mit Prozenten etwas ganz Neues für dich war oder du dein Wissen vielleicht noch etwas auffrischen möchtest, empfehle ich dir die Videos über den Prozentbegriff von Julia auf der Mathematik macht Freude Freunde Seite, wo du auch mein Video gefunden hast. Berechnen wir nun noch die Prozente, beispielsweise der Orangenbärchen. Also, die relative Häufigkeit war 0,14 mal 100. Und ich erhalte meine 14%. Und genau das, so funktioniert das auch mit unseren anderen relativen Häufigkeiten, um die prozentuelle Häufigkeit zu berechnen. Super, jetzt kennst du ja schon alle wichtigen Häufigkeiten. Und in meinem nächsten Video werden wir uns noch näher mit diesen drei Häufigkeiten beschäftigen
und auch selbstständig Häufigkeiten berechnen. Ich freue mich schon auf dich. Bis bald.